Ja, erzähl's uns. Achso, ist eine Rückblende. Ich dachte, das ist jetzt einfach zu Ende. Macht euch gefälligst hier raus. Los, haut ab, ihr verfluchten Rotzbengel. Kommt wieder, wenn eure versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen. Ich wette, du kriegst mich nicht. Okay, wir spielen jetzt den Jungen. Und wir gucken uns natürlich erstmal um, ne? Mal sehen. Na, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mich umgucken. Ja, durch den Matschturm. Da, eine Pfütze. Okay. Der Vater des Jahres bleibt im Wohnwagen. Ist ein netter Kerl. Jeder wünscht sich so einen Vater. Und wir müssen jetzt irgendwo draußen in irgendeiner versifften Abteilung hier auf einer Baustelle spielen. Oh Gott. Hab dich, hab dich, hab dich. Wäre ich nicht gegen die Wand gelaufen, hätte ich dich voll erwischt. Hätte ich nicht. Was machst du denn da, Junge? Achso, ich soll da hoch. Ich dachte, du willst mir jetzt irgendwas verkaufen. Drogen. Ach ja, Entschuldigung, bin verwirrt. Und rauf da. Das Haus hat noch nicht mal ein Dach, so ein Scheiß. Nö. Nö, sehe ich nicht. Nö. Nö, wüsste ich nicht warum. Warum soll ich denn dir jetzt helfen? Hilf dir selbst. Was willst du? Na, oder? Warum will er das denn jetzt? Nö, warum soll ich ihm jetzt helfen? Jeder stirbt für sich alleine hier. Was glaubst du denn? Ja, okay. Die sind mal nicht so. So. Ja, renn erstmal wieder weg. Eigentlich bist du dran. Okay, ich renn mal hier ran. Okay. Ich renn den Jungen mal hinterher. Was machen der jetzt? Sollte vielleicht nicht unbedingt auf einer Baustelle spielen. Wow. Das hat was von Militärtraining hier. Finde ich gut. Ich versuch's. Ich versuch's und kriegst. Und schreit denn der so? Ah, Gott, Alter. Das ist ja Babysitting. So, renn hier in die alte Röhre. Kopf einziehen, natürlich Kopf einziehen. Ich sagte. Ah, Entschuldigung. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Ach so, ja, ich muss weitergehen, ich verstehe. So, jetzt habe ich den Kopf nicht mehr eingezogen. Entschuldigung. Ich krieg das nicht hin. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Voll die Pfeife, ey. Der sollte vielleicht lieber mit Barbie-Puppen spielen. Da hast du recht. Anlauf und gleich voll mit dem Kopf einfach nur gegen die Wand. Und los geht's. Yeah. Achso, ja, genau. Ja, siehst du, ich kann's. So. Irak, ich komme. So, haben wir hier irgendwas? Keine Möbel in der Rohbauwohnung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und du stinkst nach alten Käse. So, oh Gott, na, auch noch ein Stockwerk höher. Ach du Scheiße, das sieht doch echt nicht sicher aus. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Nein, Mann, das ist gefährlich. Jetzt bleib mal ein bisschen locker. So, hier hoch. Hier hoch, erstmal runterfallen. Okay, oh Gott, das ist keine gute Idee. So, hau und hau, ruck. Was ist denn das? Was? Seid ihr bescheuert oder was? Bin ich hier im falschen Film? Das würde ich ja noch nicht mal mehr machen. Hallo? Was sind das denn für Kinder? Oh Gott, ich werde so verkacken, ey.
Ist das nicht ein bisschen psychisch krank, was die Kinder da machen? Macht man das so als Kind? Als 8- oder 10-Jähriger? Na gut, der war 10. Macht man das als 10-Jähriger? Auf einer Baustelle auf 5 Meter Höhe an einen Balken entlang hangeln? Nein. Ja, gut. Okay. Ein militärisches Kindertraining. Das kann man immer gebrauchen. So, wo ist denn der Bengel jetzt? Hier lang? Ist er vielleicht hier gegen die Wand gelaufen? Nee. Okay, aber ich bin gegen die Wand gelaufen. Achso, da hinten ist er ja. Was, Alter? Was haben die Kinder denn geraucht? Nee, ich guck mich erstmal um. Vielleicht finde ich hier noch was, aber ich bezweifle es sehr stark. Außerdem ist es ein... Hallo, Alter, ich kann doch nicht. Bist du. Das ist keine Rutsche hier. Das ist aus Elementen gemacht. Es war L2 und nicht R1. Ist aus Elementen gemacht, Alter. Meinst du, da kannst du einfach so runterrutschen? Na gut. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Wieso? Ich pinkel da gleich runter. Das kannst du mit dem Mund auffangen. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch. Ich schaffe das leicht. Guck hin. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Ich mach's einfach. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nur machen. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie verkack? Ist das denn so, oh, so ist das Kind gestorben, oder? Oh Gott, Spannungsmusik setzt ein. Ja, natürlich. John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen, ey? Der hat doch mit diesen Motion-Dinger-Scheiß, ey. Ich bin so kacke in so einem Kack. Kacke, Mann. Kack. So, wir sind ein... Akrobaten könnte... Ah, komm mal, da brauchst du noch nicht mal mehr die Hände, so. Der Balken ist dick genug. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt können wir nur noch mit dem Gesicht auf die Betonkante aufschlagen. Ist nicht schlimm. Wir haben schon Pflaster. Na los, du bist jetzt dran. Ihr wollt, dass ich da runterfall, oder? Achso, okay, man kann nicht fallen. Jump! Achso, ja, jump. Achso, so meinst du. Ich dachte, ich sollte jetzt mit Anlauf Tomb Raider-mäßig so darüber schnappeln. So, noch ein weiter nach hinten und du fällst auf der anderen Seite runter. Es ist ein bisschen weit weg, aber ist in Ordnung. Machen wir. Yeah! Es ist Zeit für den Todessprung. Das Kind ist voll aufgedreht, Alter. Sollte vielleicht auch lieber Alkohol trinken wie sein Vater. Wo willst du lang? Achso, hier. Seid ihr bekloppt oder so? Alter. Ich war so nicht. Ich habe immer nur Gameboy draußen gespielt. Wenn es hieß, draußen, geh mal draußen spielen, habe ich meinen Gameboy mit rausgenommen und habe draußen gespielt. Jetzt auch noch Matheaufgaben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hey, was kommt nach der Vier? Ah, ich bin mir nicht sicher. Fünf. Ja? Komm. Neun. Wir sind eher der sportliche 15. Typ. Wir sind nicht so die... 15. Die Läufer. 19. 20. Wir sind nicht so die guten Zähler. Mathe war noch nie meine Stärke. Oh Gott, jetzt müssen wir den kleinen Wichser noch suchen. Den kleinen Bengel. Kleinen Wichser. Was?
Die Schreie. Das ist Johns Stimme. Ja, ich suche doch schon wie ein Bekloppter. Ja, warte, ich komme. Wo ist der verdammt? Ist der kleine Drecksbengel. Hilfe! Ja, ich helfe doch. Also gleich. Hilfe! Ja. Ich muss hinhören und seiner Stimme folgen. Wenn er mich nur verkohlt, wird er es bedauern. Ich höre den hier links, oder bin ich jetzt doof? Aber ich höre ihn auf der anderen Seite des Zauns, habe ich das Gefühl. Ja, nerv mich. Ja, nerv mich. Wir kommen aber auch nicht auf die andere Seite, ne? Ich höre ihn doch auf der anderen Seite. Hier hinten? Verdammt, wo ist der kleine Wichser? Bengel. Junge, Super netter... Ja. Wir können auf jeden Fall nicht ins Haus rein und nach Hause gehen. Wir müssen unseren Bruder oder Freund finden. Ah, hier hinten kommen wir lang, okay. Hier ist... Kommen wir hier lang? Nee, kommen wir gar nicht. Hier ist ein Zaun. Ach, wo ist der Kleine? Ja. Oh Mann, hätte ich ein Smartphone, könnte ich jetzt ein Telefon hier telefonieren. Ja. Ich bin doch dabei. Siehst du nicht, wie sehr ich helfe? Bist du da in dem Mixer drin? Weiß nicht warum, aber ja, keine Ahnung. Hilfe! Ist sie hier hinten? Okay, langsam. Ja. Mir gehen die Möglichkeiten aus. Sag doch einfach, wo du liegst. Dann könnten wir uns den ganzen Scheiß ersparen. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich bis meine 20 gezählt habe, wo der überall hingekommen ist. Ich komme hier nirgendwo rauf, ich komme hier nirgendwo hoch und der ist hier nicht. Ja, kann ich nicht einmal nach Hause gehen? Also meiner Meinung nach ist der auf der anderen Seite, aber ich finde die andere Seite nicht. Gehen wir hier mal durch, sind wir vom Regen geschützt. Wie komme ich irgendwie auf die andere Seite oder höre ich mir jetzt die ganze Zeit, den ganzen Tag nur noch Hilfe an? Ich komme hier auch nirgendwo hoch und nichts. Ja, ich brauche auch Hilfe. Weil ich dich nicht finde. Arbeite doch mal ein bisschen mit. Können wir Bagger fahren? Ich höre den auch immer nur auf der gleichen Frequenz. Also ich höre den immer nur auf dem rechten Ohr und immer in derselben Lautstärke. Kann ich nicht nach ihm rufen oder? Ja. Och, Mensch, der Bengel nervt mich. Ja. Ich komme hier trotzdem nirgendwo hoch. Was ist denn das jetzt hier? Okay, jetzt bin ich langsam wirklich ein bisschen überverwirrt, weil ich gar keinen Plan habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Okay, hier hört sich definitiv lauter an. Hilfe! Warum kann der Bengel nirgendwo rüber klettern? Was ist denn das für ein Legastheniker? Ein Bewegungslegastheniker oder was? Ja, ich suche. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich weiß. Krieg mal einen Hinweis? Ich krieg keinen Hinweis, alles klar, ich muss den so suchen. Ist der mit dem Mixer drinne? Nö. Ich kann auch echt nichts anklicken. Der gibt mir hier nichts. Der gibt mir nichts. Hilfe. Ach Gott, der Junge nervt langsam wirklich. Hilfe. Oh, der schreit nach Aufmerksamkeit. Ich merke das. Hilfe. Hilfe. Ja! Mann, gib doch mal mehr Hinweise. Hilfe.
Bist du da in das Wasserloch gepurzelt? Bezweifle ich, weil unter Wasser kann ich die nicht schreien hören. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Meiner Meinung nach war ich jetzt überall gewesen. Ach, da liegt er. Mensch, sag doch mal was. Schauen. Hey. Na komm. Na komm. Mist. Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John. Ich hole Hilfe. Halt durch. Ach du Scheiße, wir können ihn jetzt nicht... Ich mach genauso schnell, wie ich dich gefunden habe. Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Musst du nicht arbeiten? Im Regenwasser ertrunken. Schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Okay. Es war alles unsere Schuld, weil wir mindestens einen halben Tag damit verbracht haben. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Wow, das ist ein Kind. Das war's. Vielleicht die Eltern. Wir gehen. Halt! Was ist los? Der Mann da drin. Ach du Scheiße. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Also ist das dieser Kramer vielleicht doch? Oh Gott, Alter, das sind so verwirrende Kram hier. Da habe ich glatt einen neuen Bonus frei. Chefkoch? Hä? Wieso Chefkoch? Ach so, ja, stimmt. Ich habe mit meinen Eiern gespielt. Stimmt, ich habe die Eier aufgeschlagen. Ah. Okay. Ich stehe genau neben den Jungen und finde ihn nicht. Super. 23:03 Uhr. 107,09 mm. Schneid schon wieder los, Alter. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Warum investigierst du jetzt hier eigentlich rum? Hättest du dir einen kürzeren Rock anziehen sollen, finde ich. Guck mal hier, die da hinten hat wenigstens, ne, da ist der Rock noch schön nördlich vom Knie. Da links auch. Und du, genau auf dem Knie, ist doch scheiße. So, Paco. Oh, hier, Frauenabteilung, schön. Ja, ich sehe. Ich glaube, das ist nur das Klo, oder? Ist das Klo? Ist das Klo oder ist das hier ein Sexraum? Ah, oh, das Klo. Naja, vielleicht beides. So, erstmal wieder geflissentlich kacken. Ne? Okay, aua, eine Wand. Was ist hier hinten in der Ecke? Du Pony. Tolle Anmache, du Pony. Und der hat auch mit I geschrieben. Also sind wunderschöne Toiletten, also versuch mal bei den Männern reinzugehen. Kann ich bei den Männern reingehen? Na komm schon. Gleichberechtigung. Okay. Jetzt muss ich mir hier die ganze Zeit... Okay, ich glaube, ich muss auch ein bisschen lauter reden, weil die ganze Mucke hier, glaube ich, recht laut ist.